Hallo ihr Lieben, hier ist Silke. Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Vor ein paar Monaten wurde ich von Palmira angeschrieben, ob ich von ihnen ein paar Dattelsorten testen möchte. Und da bei uns die Datteln zu den Hauptsüßungsmitteln gehören, habe ich mir gedacht, ja, das mache ich und habe sofort zugesagt und in den letzten Monaten fleißig verschiedenste Dattelsorten getestet. Ich möchte euch heute in diesem Video diese Dattelsorten vorstellen und auch einige Inspirationen, Rezepte, was wir bei uns zu Hause in der Küche alles so mit Datteln süßen. Kristallzucker verwende ich schon lange nicht mehr bei uns in der Küche. Hauptsächlich frische Datteln. Es gibt ja auch Dattelzucker. Das sind einfach getrocknete Datteln, die ganz fein gemahlen werden. Dattelzucker gibt es zum Beispiel im Bioladen. Oder ich verwende Dattelsirup. Und diesen Dattelsirup verwende ich zum Beispiel bei der Schokoladenherstellung, weil man dann einfach die ganze Masse mit diesem Dattelsirup besser zu einer homogenen Kakaomasse für die Schokolade mischen kann. Das ist die Lieferung, verschiedene Dattelsorten, und das schaue ich mir mit euch jetzt mal genauer an. Seegei-Datteln, das sind mittelgroße, helle, weiche Datteln. Das sind die Seegei-Datteln. Die schmecken mild fruchtig und sind auch nicht ganz so süß. Hier in dieser Verpackung befindet sich eine Mischung aus Datteln, Sukari Soft, Bari und Bavalini. Allerdings weiß ich jetzt gar nicht genau, welche Dattel welche Sorte ist. Jedenfalls sind alle Dattelsorten, die ihr hier seht, sehr weich. Die nächste Dattelsorte, Khitri Datteln. Diese Datteln erinnern ein bisschen vom Aussehen an die Medjool-Datteln. Ich kenne diese Dattelsorte überhaupt noch nicht. Die werde ich dann später auch noch testen. Das sind die Khitri-Datteln. Die haben ein eher zähes Dattelfleisch und schmecken leicht wie Rosinen. Das sind Sukari-Datteln, allerdings chewy, das heißt so zäh, also ein bisschen festere Struktur, keine Soft-Datteln. So sehen die Sukari-Datteln aus. Ihr seht, die sind ein bisschen schrumpeliger, aber auch noch weicher, nur ein bisschen zäher. Ich schätze mal so wie ein Kaubonbon in die Richtung. Das sind die Sukari-Datteln. Links die eher zähen Datteln, also mit einem eher festem Fruchtfleisch. Die sind auch nicht ganz so süß und haben auch einen leicht karamelligen Geschmack. Und das sind die Sukari-Datteln, die man so zum Backen oder Kochen verwenden kann. Die sind auch schon entsteint und sehr weich. Jetzt haben wir hier noch so ein kleines Päckchen Safawi-Datteln. Das ist eine dunklere Sorte, gehen auch in Richtung Medjool, zumindest vom Aussehen. Geschmacklich lasse ich mich dann später gern überraschen. Das ist die Safawi-Dattel, die ist eher fest, die ist nicht allzu süß und laut der Beschreibung soll sie leicht an Kaffee erinnern, also vom Geschmack her. Ich kann das nicht ganz so bestätigen, aber vielleicht wird es der ein oder andere auch so schmecken können. Im Paket gibt es jetzt noch ein 3-Kilo-Paket, da schauen wir dann auch gleich mal, was das genau für Datteln sind. Dann gibt es hier noch zwei kleinere Verpackungen und hier, darin sind frische Datteln enthalten, Bari-Datteln. Die sehen noch ganz gelb aus, also die sind noch nicht reif, aber dazwischen könnt ihr die dunklen, reifen Datteln erkennen. Und es ist auch gut, die reifen Datteln dazwischen liegen zu lassen, mindestens ein, zwei Stück, damit die anderen Datteln schneller nachreifen. Ich hatte jetzt ehrlich gesagt Dicklet-Nur-Datteln erwartet. Die gibt es ja auch immer in so größeren Verpackungen, 2,5 Kilo oder 5 Kilo. Und das sind hier ganz andere Datteln, hellere, größere Datteln, beziehungsweise die sind ein bisschen breiter, nicht so länglich, die sind sehr weich. Und da werde ich mal schauen, vielleicht gibt es auch in den kleineren Packungen schon diese Dattelart, damit ich dann auch weiß, was das für eine Dattelsorte ist. Noch eine kleine Korrektur, die Datteln in diesem 3-Kilo-Paket sind keine Bavalini-Datteln, sondern Sukari-Soft. Und ich muss sagen, von allen Datteln, die ich zugeschickt bekommen habe, ist das wirklich die beste Sorte. Also wirklich schön frisch, schön karamellig. Die schmecken wie ein Milchbonbon und sind einfach
vielseitig einsetzbar. Hier sind noch die zwei kleineren Verpackungen. Hier steht leider auch nicht dabei, was es für Datteln sind. Da werde ich gleich mal reinschauen. Die Datteln sehen auf den ersten Blick fast aus wie Oliven. Das sind tatsächlich ganz dunkle, fast schwarze Datteln. Solche Datteln habe ich noch nie gesehen und bin auch sehr gespannt, wie die schmecken. In der anderen Verpackung sind schokolierte Datteln. Also die Schokolade ist auf alle Fälle vegan. Ich hatte nachgeschaut, ich bekomme aber jetzt die einzelnen Zutaten nicht mehr komplett zusammen. Da ist auf alle Fälle Kokosblütenzucker dabei, ich glaube auch Kakaobutter, Kakaopulver, also wirklich nur wenige Zutaten. Also die schokolierten Datteln sind vegan. Das sind weitere Dattelsorten von Palmyra. Das sind Astaka-Datteln. Das sind recht frische, weiche, süße Datteln. Dann haben wir hier die Dattelsorte Umkabai. Die sind schon ein bisschen fester, haben aber auch einen sehr tollen, süßen Dattelgeschmack. Dann haben wir hier nochmal ganz weiche, saftige Datteln. Das sind die Mazzafati-Datteln und hier Bavalini-Datteln, auch sehr weiche, karamellige, süße Datteln. Das ist ein Lieblingsrezept meines 14-Jährigen, gefüllte Datteln. Ich habe jetzt die verschiedenen Sorten an Datteln mir hergenommen, entkernt und dann eine Masse aus Cashew-Frischkäse reingefüllt. Und diesen Cashew-Frischkäse habe ich noch mit Vanillepulver und etwas Cayenne-Pfeffer vermischt. Simon, greif mal zu. Das sind jetzt verschiedene Dattelsorten. Und lecker. Also es sind weichere Sorten dabei. Ich glaube hier, diese Sorte ist die Sukari Chewy, also die so ein bisschen wie ein Kaubonbon ist. Die hast du gar nicht, du hast die genommen gerade, ne? Ich glaube, ich am härtesten. Also, da wird sich Simon jetzt mal durchprobieren. Und kannst du dann mal sagen, mir dann später, was dir am besten geschmeckt hat? Hat das jetzt gut geschmeckt? Probier mal bitte, ach nee, das war hier diese Sukari in dieser 3-Kilo-Packung, was so ein bisschen wie Milchbonbon schmeckt. Das ist natürlich eine geniale Mischung, Milchbonbon und Cashew-Frischkäse, der so ein bisschen scharf und vanillig ist. Und? Das ist irgendwie lecker. Das ist alles irgendwie lecker. Also ich habe zu diesem Rezept, also diesen gefüllten Datteln mit diesem Cashew-Frischkäse, hatte ich auch schon in diesem Jahr ein Video hochgeladen. Da stelle ich verschiedene Rezepte für gefüllte Datteln vor. Und das Video verlinke ich euch oben in den Infokarten. Da könnt ihr mal nachschauen, wenn euch dieses Rezept interessiert. Das sind gefüllte Datteln und ich habe verschiedene Dattelsorten von Palmyra genommen und mit den unterschiedlichsten Füllungen gefüllt. Zum Beispiel seht ihr hier viele verschiedene Datteln mit dieser etwas grünlich-braunen Füllung. Das ist eine Füllung aus Pistazien, Vanillepulver und Yakon-Sirup. Das ist wirklich eine geniale Kombination. Und mein 14-Jähriger, Simon, hast du das schon mal probiert mit Pistazien heute? Ja, ne? Und? Lecker. Such dir eine aus. Es gibt ja verschiedene Dattelsorten, wie du sehen kannst. In der Größe, in der Farbe. Manche sind ganz weich, manche sind ein bisschen fester. Schmeckt dir diese Füllung besser mit einer weichen oder mit einer festeren Dattel? Mit einer weichen. Mit einer weicheren Dattel. Also hier seht ihr verschiedene Füllungen. Ich gehe jetzt mal hier weiter. Hier sind Datteln, die sind mit Kakaomasse gefüllt, also ungesüßter Kakaomasse. Da gibt es so Kakaoplättchen. Das ist zum Beispiel eine Lieblingsfüllung von meinem 10-Jährigen. Oder man kann einfach auch eine Kakaobohne in eine Dattel stecken. Dann hat man einen sehr gesunden Schokoladenersatz. Oder man kann die Datteln auch mit verschiedenen Nüssen füllen. Macadamia-Nüssen, Cashew-Nüssen, Pekannüssen, Walnüssen und Mandeln. Dann hier links seht ihr Datteln mit einer Schokoladenfüllung, das ist so eine Art rohvegane Snickers. In der Dattel stecken Wilderdnüsse und dazu gibt es noch eine Schokoladenfüllung. Das ist auch die Dattelsorte Mazzafati. Die hat einen sehr karamelligen Geschmack und ist eher weich und passt eben wunderbar zu einer rohveganen Snickers-Alternative. Hier seht ihr zum Beispiel eine Dattel mit einer weißen Füllung. Das ist eine Kokosmus-Vanille-Füllung und die Hälfte der Dattel habe ich dann nochmal in eine selbstgemachte Schokolade getunkt. Hier am Rand sind zwei Datteln, die habe ich gefüllt mit Mandelmus, das ich vorher mit ein bisschen Maca und Vanillepulver vermischt habe. Und dann habe ich oben drüber nochmal etwas Schokoglasur, also selbstgemachte Schokolade gegeben.
Besser als Pistazie? Nein. Nee, Pistazie ist wirklich, das Rezept habe ich schon vor 20 Jahren für Freunde gemacht. Das kam immer sehr, sehr gut an. Jetzt ist eine Kokosfüllung dran. Gibt es ja auch so einen Riegel mit Kokos und Schokolade, aber so geht es eben viel gesünder. Und? Also Simon kann ich immer mit den gefüllten Datteln begeistern. Aber deine absolute Lieblingssorte ist ja mit diesem mit diesem veganen Frischkäse, ne? Und Vanille und ein bisschen Chili. Das ist ja hier nicht dabei, aber das habe ich euch ja schon im Video gezeigt. Ich bereite jetzt für meinen Ältesten einen Fruchtshake zu, der besteht aus reifen Bananen, gefrorenen Himbeeren, gefrorenen Heidelbeeren, Zesten von Orange und Limette, selbstgemachtes Hagebuttenpulver und Lukumapulver. Und es fehlt jetzt noch Wasser und ein Süßungsmittel. Und ich verwende natürlich immer unser liebstes Süßungsmittel. Das sind hier zwei Dattelsorten von Palmira. Ich habe die Dattelsorte Segai. Das sind die fünf rechten Datteln und noch zwei Sukari-Soft-Datteln. Die werde ich jetzt entkernen. Hiermit zu dem Fruchtshake geben, Wasser dazu und das Ganze zu einer homogenen Masse mixen. Fertig ist der Fruchtshake, gesüßt mit reifen Bananen und Datteln. Vor ein paar Stunden habe ich verschiedene Dattelsorten von Palmira in Wasser eingeweicht. Da sind weichere Datteln, aber auch härtere Datteln dabei. Und daraus werde ich jetzt ein Dattelmus mixen und dafür verwende ich meinen Hochleistungsmixer. So sieht das Dattelmus aus und dieses Dattelmus kann je nachdem, welche Dattelsorten dafür verwendet werden, sehr karamellig schmecken und diese karamellige Süße eignet sich natürlich sehr gut zum Süßen von Desserts oder Mandelmilch oder einen roh veganen Schokopudding. Ich habe jetzt den größten Teil des Dattelmuses in dieses Schälchen gegeben. Ein kleiner Rest verbleibt im Mixer. Und dazu gebe ich jetzt erstmal reife Bananen und eine reife Avocado. Dazu gebe ich dann noch Kakaopulver, etwas Zimt und etwas Vanillepulver. Und dann wird das Ganze zu einem schönen schokoladigen rohveganen Pudding gemixt. So sieht der Schokopudding dann aus. Das Ganze habe ich noch mit Buchweizensprossen und Maulbeeren garniert. Ich habe mir gerade eine Mandelmilch hergestellt aus über Nacht eingeweichten Mandeln. Ich hatte ja kürzlich ein Video zum Angel Juicer veröffentlicht, in dem ich zeige, was man alles so mit dem Angel Juicer machen kann. Und da war auch ein Rezept für eine Mandelmilch dabei. Wer das Video noch nicht gesehen hat, ich verlinke es oben in den Infokarten. Das ist eine recht dickflüssige, vollmundige Mandelmilch und daraus werde ich jetzt einen Kakao mixen. Zur Mandelmilch gebe ich Kakao, Vanillepulver und als Süßungsmittel natürlich Datteln. Ich habe diesmal die Dattelsorte Sukari Soft gewählt. Die sind sehr weich und sehr karamellig und passen sehr gut zu einem Kakao. Das Ganze jetzt noch schön durchmixen und fertig ist der Kakao. Aus drei Zutaten stelle ich jetzt eine gesunde Marmelade her, die ich natürlich mit Datteln süße. In meinem Vitamix-Behälter befinden sich ca. 250 Gramm aufgetaute Himbeeren, 2 Esslöffel Chiasamen und 5 Sukari-Soft-Datteln, die ich natürlich vorher entkernt habe. Das Ganze wird jetzt einfach zu einer homogenen Masse gemixt. So sieht die Marmelade dann aus und diese kann vielfältig weiterverwendet werden. Diese Marmelade habe ich jetzt zum Beispiel zur Herstellung von rohveganen Spitzbuben verwendet. Letztes Jahr habe ich dazu auch ein Video veröffentlicht, das findet ihr oben rechts in den Infokarten. Hier in der Schüssel befinden sich zwei verschiedene Sorten Datteln von Palmira. Das ist einmal die Sorte Safawi und einmal die Sorte Sukari Jui. Und diese beiden Dattelsorten habe ich gerade entkernt und werde diese durch den Pürier-Einsatz meines Entsafters, den Angel Juicer, geben, um so eine Art Trockenfruchtmus, also Dattelmus, Dattelpüree herzustellen. Hier seht ihr nochmal den Pürier-Einsatz des Angel Juicer. Mit dem lassen sich wunderbar Teige aus Sprossen oder eben solche Trockenfruchtmuse herstellen. Mit diesem Trockenfruchtmus kann man wunderbar Teige für rohvegane Kuchen oder rohvegane Energiebällchen herstellen und hat somit ein perfektes, natürliches Süßungsmittel. Das ist ein rohveganer Schoko-Bananenkuchen. Der ist mit Datteln gesüßt und auch noch etwas mit reifen Bananen. Das ist die helle Schicht, die ihr hier zwischen dem Teig seht. Diesen Kuchen habe ich mit Datteln gesüßt, die ich vorher durch den Pürier-Einsatz meines Entsafters, den Angel Juicer, gegeben habe.
Dieses Kuchenrezept habe ich schon vor ein paar Jahren hier auf meinem YouTube-Kanal veröffentlicht und mir schreiben immer noch Zuschauer, dass sie diesen Kuchen sehr gerne für sich und ihre Lieben zubereiten und dass dieser Kuchen aus wenigen Zutaten ihnen immer noch sehr, sehr gut schmeckt. Ich setze euch den Link zu diesem Rezept unter dieses Video bzw. in den ersten angepinnten Kommentar. Hier seht ihr in Wasser eingeweichte Datteln. Das sind zwei verschiedene Dattelsorten, die ich über Nacht in Wasser eingeweicht habe. Das ist zum Beispiel eine Möglichkeit, um Datteln, die schon sehr fest oder zäh sind, wieder etwas weicher zu bekommen. Und in diesem Zustand kleben die Datteln auch nicht so an den Zähnen. Die Konsistenz und der Geschmack ist dann auch frischen Datteln sehr ähnlich. Vor vielen Jahren habe ich meine Ernährung auf vegetarisch umgestellt, dann später auf vegan und seit 7,5 Jahren ernähre ich mich zu einem ganz großen Teil von Rohkost. Und in diesen ganzen vielen Jahren habe ich immer gern verschiedene Rezepte zubereitet, erst vegetarisch, vegan, Rohkost. Also es gibt so eine unglaubliche Vielfalt, was man mit frischen Lebensmitteln alles so herstellen kann. Und mir ist es eben auch wichtig, gerade bei Süßigkeiten, auch für meine Kinder, immer viel selber zuzubereiten und nur in wenigen Fällen auf Industriekost zurückzugreifen. Also immer lieber, wenn möglich, selber herstellen, aus gesunden Zutaten gesunde Gerichte herstellen, gesunde Süßigkeiten und eben auch mit gesunden Süßungsmitteln süßen, als diesen ganzen Industrieschrott zu kaufen, der einfach auch so viele Zusatzstoffe enthält, die kein Mensch braucht. Mir geht es hier auf meinem Kanal nicht darum, zu propagieren, dass 100% vegan das Wahre ist oder 100% Rohkost. Mir geht es vor allem darum, die Menschen zu sensibilisieren, sich wieder natürlich zu ernähren, weg von der Industriekost, wieder selber Lebensmittel zuzubereiten, ob das jetzt vegetarisch, vegan oder Rohkost ist oder eben auch mit Fleisch oder Fisch. Hauptsache, dass man schaut, wo kommt das her, dass man die Qualität und auch die Quantität beachtet, wenn man tierische Produkte isst, aber auch pflanzliche Lebensmittel. Wie werden die hergestellt? Wo kommen die her? Und dann eben auch mit viel Achtsamkeit und Liebe das Essen herzustellen, was uns ja auch nährt. Ihr findet den Link zu den Palmyra-Datteln unter diesem Video bzw. im ersten angepinnten Kommentar. Palmyra bietet eine große Anzahl an verschiedenen Dattelsorten an. Da findet ihr auch mal schöne Fotos dazu und auch eine Beschreibung, was diese Dattelsorte ausmacht, wie sie schmecken und wie auch die Konsistenz ist. Also kann ich wirklich empfehlen. Die habe ich jetzt in den letzten Wochen getestet und die sind auch ganz viel bei uns zum Einsatz gekommen. Hinterlasst mir gerne unter diesem Video eure Gedanken, Meinungen zu diesem Video, zu den Rezepten, zu den Datteln. Was stellt ihr gern mit Datteln her? Ich wünsche euch jetzt noch eine wundervolle Zeit. Lasst es euch gut gehen, ihr Lieben. Bis ganz bald.